hier. Wir präsentieren Ihnen jetzt eine Neuheit bei Pearl TV. Und genau richtig, das ist hier eine Vorpremiere, weil das, was wir Ihnen jetzt zeigen, ist erst im kommenden Katalog zu finden. Also nutzen Sie gerne jetzt schon die Gelegenheit aus und bestellen sich hier diese Neuheit direkt zum TV-Sonderpreis. Ja, und das, was wir Ihnen jetzt zeigen, ist auch momentan richtig im Trend, allein auch schon auf Social Media. Aber auch so macht das einfach richtig Spaß, damit zu arbeiten. Ja, ich finde es schön, dass die Jungen plötzlich das entdecken, was wir schon lange wissen. Früher war alles besser. Naja, nicht alles, aber erinnern Sie sich an die ersten Digitalkameras. Und hier sagen wir back to the roots. Das ist nämlich eine Digitalkamera. Warum begrüße ich das? Und warum begrüßen das plötzlich auch die Jungen hier bei unserer TV-Premiere? Ganz einfach, weil sie gemerkt haben, ja, das Handy, da kann man noch andere Sachen machen, als zu fotografieren. Irgendwann ist der Speicher leer, der Akku leer. Und wenn man ein bisschen ranzoomen will, dann wackelt man wie ein Kuhschwanz. Die beiden machen nichts anderes, seit ich ihnen diese Kamera in die Hand gedrückt habe, als tolle, tolle Fotos zu machen. Und das kann man hier auch. Eine SD-Karte reinlegen, die darf hier sogar bis 128 GB groß sein. Das reicht für, ich schätze jetzt mal, 100.000 hochauflösende Bilder. Das reicht und jetzt können Sie fotografieren. Sie können sogar noch ein bisschen aktiv werden, hier Weißabgleich und Ähnliches, aber das ist alles automatisiert, eigentlich schon eingestellt. Was ich ganz toll finde, ist, wenn man jetzt wirklich mal irgendwo heranzoomen möchte, und das bitte ich dich jetzt mal, Diana, ja. Mach mal ein Foto. Ja, geh mal wieder auf Foto, mach mal ein Foto von Monika und geh mal oben, siehst du oben diese kleinen, zoom mal auf wirklich das volles Programm an. Selbst wenn du jetzt ja, nur okay, ein Auge von Monika hast. Wer das mal mit dem Handy gemacht hat, weiß, plötzlich wackelt das Bild wie ein Kuhschwanz, ja, und man hat kein klares Bild. Jetzt schauen Sie mal, ich bin gespannt, was rauskommt. Ich auch. Gucken wir mal. Was haben wir? Da haben wir jetzt genau rangezoomt. Das ist einfach ein fantastisches Bild. Monika, gefällt das ja. Nicht. Ja, also, du musst jetzt nicht schämen. Das ist ein fantastisches Bild. Vorne sehen Sie übrigens der Blitz, der auch noch automatisch einschaltet. Aber was ich hier toll finde, du kannst das Handy mal in der Tasche lassen und tausende Fotos machen, ohne drüber nachzudenken. Für die Älteren, die gar kein Smartphone haben, die SD-Karte. Du musst erst auf die Scharfstellung warten. Warte mal. Ja, schau mir in die Augen, Kleines. So, für die Älteren, die gar kein Smartphone haben, ist das natürlich auch schön mit der Karte, die hier eingelegt ist. Das ist eine SD-Karte. Kann man heutzutage zum Beispiel in den Drogeriemarkt gehen, die in Automaten kann seine Lieblingsbilder ausdrucken lassen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Akku ist immer ein Riesenthema. Sie sollten die beiden mal sehen, wenn der Akku vom Handy unter 50% geht. Ja, dann kriegen beide schon das Herzrasen. Ja, oi. Oi, jetzt hast du aber, schau mir in die Augen, Kleines. So, hier immer noch, guck dir das an. Übrigens, 44 Megapixel. Ich kann mich, ich habe das vorhin den Mädels erzählt, an meine erste Kamera erinnern. Die hatte 1,5 Megapixel und da waren wir schon begeistert. Ja. Jetzt haben wir hier 44 und jetzt kommen wir noch zur Option, die viele natürlich vermissen, was ist, wenn ich mal ein Video drehen will. Ganz einfach nach oben und jetzt kannst du mal Filme machen. Und zwar in 4K-Auflösung. Das ist also die Qualität unserer Studiokameras. Ich begrüße es so, dass auch die Jungen diese Vorteile hier wieder entdecken. Sie sehen, die beiden machen eine Fotosession so einfach aus dem Handgelenk raus. Und Diana, die erste Frage war, was kostet das? Ja, und dann habe ich ihr gesagt, um die 47 Euro hat sie gesagt, kaufe ich sofort. Ja. Also es ist einfach wieder back to the roots, aber einen Schritt nach vorne. Von der Bildauflösung her, von der Einfachheit, von den Einstellungen. Sie können sogar Datum und Uhrzeitstempel natürlich mit reinmachen. Und es hat alle Vorteile einer Kamera und wesentlich besser, also meiner Meinung nach, als die meisten Handykameras mit 44 Pixeln. Und vor allem, was ich immer begrüße. Ich versuche also im Garten meine Vögel also zu filmen, ganz einfach im Vogelhäuschen. Wenn ich da aber meinen Digitalzoom reinschalte, dann kannst du das nicht mehr ruhig halten mit der Hand. Und hiermit kannst du es machen. Du hast jetzt gerade ein Video gedreht, ja? Monika war gerade ein bisschen kopflos, hatte ich den Eindruck. Übrigens, Selbstauslöser, cool. Zeitraffer, Zeitlupenaufnahme, alles kein Problem. Cool. Ein Timer sogar. Und Sie sehen unten auch ein Gewinde. Man kann das also ganz locker auf ein Stativ stellen. Was Sie auch noch unten sehen, was ich ganz wichtig finde, weil ich weiß, die ersten Digitalkameras, da hat man alle halbe Stunde, musste man Batterie wechseln. Hier haben wir einen Block-Akku drin, der sehr leistungsstark ist, der wirklich viele, viele Stunden, viele tausend Bilder hält. Und
Jetzt, Monika, nimm sie auch mal in die Hand. Komm, du darfst jetzt auch mal ein paar Bilder von Diana schicken. Warte mal, ich muss kurz anschalten. Oh. Kurz oben drauf bleiben. Jetzt ist er an, guck mal. Und jetzt kannst du ein paar viele Bilder machen. Ist auch unglaublich leicht. Ja? Es ist kein Gewicht. Eine Handschlaufe kriegen sie auch noch dazu, weil sie es direkt in der Hand behalten wollen. Aber die passt in jede Hemdtasche, in jede Hosentasche. Ist ungewohnt jetzt für dich, oder? Du hast immer noch im Handy Bilder gemacht. Ja, ich erinnere mich an diese Zeit. Ich hatte auch diese Kamera, aber das natürlich war nicht so viel Megapixel. Und ja, das ist wirklich viral, das ist wirklich Trend. Und ehrlich zu sein, ich bin wirklich begeistert, dass es kostet nicht so viel. Ich würde mir auf jeden Fall kaufen. Ich musste da vorhin ein bisschen grinsen. Also ich bin nicht auf TikTok. Ja, ich habe zwar davon gehört, aber ich bin nicht da. Und die sagen beide, das ist gerade ein Riesentrend, wieder mit Digitalkamera. Auf TikTok, als wäre es neu erfunden worden. Ja, das haben wir schon vor, ich glaube, 20 Jahren kamen die ersten raus ungefähr. Die ersten 99 oder 2000 muss das gewesen sein. Ja, und für mich noch eine Sensation. Ich kann mich noch erinnern, als mein Freund die erste Digitalkamera bei mir im Freundeskreis hatte. Und er hat fotografiert und hat uns die Bilder sofort gezeigt. Erinnern Sie sich auch noch an diesen Moment? Hier sind wir jetzt ein paar Schritte weiter. Erstens mal kostenmäßig. 47 Euro ist, glaube ich, ein Preis, den man sich nicht erträumt. Und dann natürlich auch Auflösung. Erste Kamera 1,5 Megapixel, 44 Megapixel, Videoaufnahmen in 4K-Qualität, Beleuchtung ist dabei, Weißabgleich, Zeitlupe, Zeitraffer, hier auch Zeitschaltplan, um Fotos zu machen, Fotoserien, all das kann ich hiermit machen und natürlich kann ich sofort anschauen und wie gesagt, auch für die ältere Generation, die kein Smartphone haben, wenn ich dann mal wieder Fotos ausdrucken will, das kommt ja auch wieder immer mehr, dann gehe ich einfach in den Fotoladen. Das gibt es ja mittlerweile in jedem Drogeriemarkt, so ein Fotodruckautomat. Da drückt man die SD-Karte rein, ja, und dann kann man seine Lieblingsbilder in bester Fotoqualität ausdrucken. Was sagst du dazu? Also ich bin richtig begeistert. Ich mache super gerne Fotos und Videos. Aber du hast es schon angesprochen, mit dem Handy ist das einfach immer sehr, sehr schade. Wenn ein Anruf reinkommt, ist das Bild verloren. Der Akku geht super schnell dann richtig schnell runter. Also das ist wirklich viel, viel cleverer hier und momentan einfach auch wieder im Trend. Und ich finde es fantastisch, gerade vor allem für diesen Preis. 47,49 Euro ist wirklich ein Spitzenpreis. Deshalb nutzen Sie hier unsere Neuheit aus, übrigens als Vorpremiere. Sie sehen es gerade das erste Mal bei Pearl TV, ist erst im kommenden Katalog zu finden. Und ich würde sagen, für 10 Euro am besten auch noch die Speicherkarte mit 128 GB mitbestellen. Das müssen wir jetzt gerade noch mal sagen. 10 Euro für 128 GB. Die Kamera braucht eine SD-Karte. Diese Karte ist aber zu verwenden als Micro-SD oder SD. Ja, also Sie sehen, das ist auch ganz modern. Und jetzt natürlich ist auch unsere Kamera Akku betrieben. Ladekabel ist alles mit dabei. Sollten Sie kein leistungsstarkes Netzteil haben, hier haben wir eins. Ja. Und zwar ein doppeltes auch noch. Damit können Sie sogar Smartphone und Digitalkamera gleichzeitig laden. Aber Sie werden sehen, die Digitalkamera muss wesentlich seltener wieder aufgetankt werden. Ja. Aber wenn Sie, wie gesagt, kein Netzteil haben, bestellen Sie das einfach noch mit dazu. Ja, das ist auf jeden Fall clever. Dann haben Sie wirklich alles zusammen und parat. Gerade hier natürlich das USB-Netzteil. Gerade mal 6,64 Euro mitbestellen. Aber sprechen wir natürlich noch mal über unsere Neuheit, unsere digitale Fotokompaktkamera. Gerade auch, wenn Sie vielleicht Urlaubsreisen machen oder auch schöne Feste bevorstehen, eine Hochzeit, eine Taufe, ein Geburtstag. Das ist ja so wichtig, das sollte man doch wirklich festhalten. Und ich habe noch eine ganz andere Idee, weil ich immer denke, das ist eine riesen Vertrauensfrage. Machen Sie das auch im Urlaub, wenn Sie unterwegs sind, fremde Leute fragen, würden Sie mal ein Foto von uns machen, der muss sich nur umdrehen und wegrennen. Dann ist Ihr 1.000-Euro-Handy ist dann einfach weg. Den sehen Sie nie wieder. Ich glaube, bei dieser Kamera, da wird keiner wegrennen und Sie haben trotzdem die bestmöglichen Bilder. Weit besser, mutmaße ich mal, als Ihre Handykamera tun kann. Und wenn Sie mal etwas ganz nah und scharf sehen wollen, dann nehmen Sie den Zoom. Also ich bin Fan schon und ich weiß, Monika und Diana werden sie sich kaufen. Ja, auf jeden Fall. Und Sie am besten jetzt auch für 47,49 Euro. Unser fantastischer TV-Sonderpreis für diese Neuheit hier bei Pearl TV. Zu bestellen mit der ZX 86, 26 und der 569. Also nutzen Sie hier unbedingt die Gelegenheit aus und dann wünschen wir natürlich ganz viel Freude beim Fotografieren und Videos machen.